wir uns nochmal und spielen jetzt ein Spiel, das Ihnen bestimmt gefallen wird. Mir gefällt es Ihnen fast recht gut. Nämlich, es ist Capcom Fighting Jam. Ein Spiel, das man eigentlich nicht vergessen darf, wenn man Beat'em Up Fan ist, also wenn man Kampfspiele mag, dann ist dieses Spiel unverzichtbar eigentlich. Denn es zeigt, wie schön Kampfspiele eigentlich sein können. Natürlich gibt es auch andere wie Mortal Kombat, die etwas brutaler sind, aber das ist eigentlich nur ein recht angenehmer Geselle, den wir hier spielen. Hier sehen Sie jetzt das Intro. Auch mal aufs Joypad lenken, mal rumfilmen auch, weißt du? Mhm. Rumfilmen im Zimmer auch. Mhm. Man sieht, wie es momentan aussieht. Alles rumfilmen. Also, ich starte jetzt. Sie sehen, es sind Figuren aus Street Fighter 3rd Strike. Und die Besonderheit bei diesem Spiel ist, dass man zu zweit antritt. Also man kann dann aussuchen am Ende von der ersten Runde, ob man mit der kleinen Figur oder mit einer neuen weiterspielt. Wir fangen jetzt mal an. Ja, okay. Und jetzt starten wir. Capcom Fighting Jam. Jetzt geht's los. Arcade-Modus, also der Spielhallen-Modus. Du musst auch mal auf den Fernseher auch lenken. Ja, du. Arcade-Modus, ja, das muss man schon sehen, was sieht aus. Also, wir haben hier Shan-Li. Die nehme ich natürlich, meine favorisierte. Und dann nehmen wir noch, weil es ja zwei sein müssen, nehmen wir noch Guy. Also einfach rumfilmen, viel flexibler sein, Modus. Einfach rumfilmen, weil ich alles aufnehmen. Mal Film abwechslungsreich gestalten. Also jetzt fangen wir an. Hier trete ich mit Shan-Li gegen Zangief an. Jetzt gegen Zangief. Sie sehen, Shan-Li rückt ihn ganz schön zu Leibe. Oh, Zangief. Zangief, du blöder kleiner Zangief. Zangief, Zangief, Zangief. Jetzt haben wir ihn gleich. Perfekt, habe ihn besiegt. Ja. Jetzt nehmen wir den Geil. Shan-Li hat gewonnen. Jetzt kommt der Geil gegen Anacharis. Ja, so heißt der Typ. So eine Mischung aus Statue und Mumie. Den müssen wir auch ganz schnell ranhalten, damit wir den schaffen. Aber der Geil ist ein guter Fighter, auf den kann man sich verlassen. Jetzt haben wir auch noch geworfen, der Anacharis. Und Anacharis, das war's dann. K.O. Gell, Delphi? Delphi, hör auf. Du kleiner Delfin, du. Also, wir haben gewonnen. Im Namen von Delphi. Jetzt geht's weiter. Das sieht man jetzt noch den Winner-Screen. Wir haben gewonnen, Shan-Li und Guy. Nächste Runde fängt jetzt an gegen, oh, wie heißen denn die? Ich glaube, die eine heißt. Nein, ich weiß nicht, wie die heißt. Ah, jetzt kommt die. Karin vs. Chun-Li. Unsere Shan-Li macht das natürlich sehr souverän, wie Sie sehen. Jetzt machen wir einen Special Move von der Shan-Li. Und dann kann sie den natürlich auch noch. Moment, zeigen wir mal. Dann kann sie das auch noch. Und natürlich diesen 100 Feet Kick, den sie ja schon immer beherrscht hat. Shan-Li in bester Form, wie Sie sehen. Und K.O. Wer kommt als nächstes? Der Kenshi. Ich nehme jetzt wieder Geil. Man kann aussuchen da. Hier, wenn ich jetzt Punch-Button drücke, dann nehme ich Shan-Li wieder. Wenn ich Kick-Button drücke, dann kommt Geil. Ich habe den Kick-Button gedrückt. Deswegen kommt jetzt Geil gegen Kenshi. Yes, Kenshi. Kenshi, du kleiner Depp. Du kleiner dummer Loser, du kleiner dummer Loser. Jetzt wirft der Geil mal was. Geil, du geile Sau. Oh. Ja, wir haben geschafft. Guck, Mulle. Hast drauf, den Sieg. Und Geil hat gewonnen. Nächster Gegner. Jetzt sehen wir Shan-Li und Geil wieder als Gewinner.
Niemand ist unverletzbar, heißt es da. Oh, was kommt da für welche? Oh, der Löwe, der sieht ja Angst. Und Rio kennt es natürlich, der Löwe ist neu, der ist aus Red Earth. Aus Red Earth. Und der scheint nicht aus leichtem Holz geschnitzt zu sein. Der scheint nicht aus leichtem Holz geschnitzt. Jetzt haben wir dich gleich, du Red Earth Depp. Red Earth, auch ein Capcom-Spiel, in den letzten Jahren erschienen, bloß weiß ich nicht, aus welchem Jahr das stammt. Und was ist ein bekanntes Capcom-Fighting-Game? Und jetzt haben wir ihn geschafft. Led hieß der übrigens, oder Leo. Leo hieß der. Leo heißt der. Jetzt nehmen wir nochmal Guy. Die wechseln wir schön ab, gell? Guy gegen Ryu, das ist ein Duell für nicht leichte, zartgesaitete Menschen. Ryu gegen Guy. Ryu gegen Guy, immer ein interessantes Match. Denn die beiden sind Erzrivalen schon seit frühester Kindheit. Wenn ihr so die Street Fighter-Geschichte verfolgt, dann wissen sie das auch, meine Damen und Herren. Aber jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Hat er eine Chance oder keine Chance? Ryu setzt sich durch. Oh. Ja, jetzt heißt es, wir aufpassen. Jetzt könnte es knapp werden von der Zeit her. Oh nein. Oh, wer hat jetzt gewonnen? Der Ryu hat gewonnen, nämlich Shan-Li. Scheiße. Als kommt Shan-Li mit dem an. Okay, dann jetzt der Fight geht weiter. Shan-Li setzt sich natürlich durch gegen ihren Kontrahenten, das ist ganz klar. Shan-Li ist die Queen of Fighters, wie man sie so schön nennt. Also ich nenne sie so. Und schon ist er weg, der Depp. Schon haben wir ihn geschafft. Shan-Li, nehmen Sie sie auf, Frau Kamerafrau, da ist sie. Ja, da, ja, das sieht sie halt. Und next round, please. Kann Steffi nur aufnehmen? Guck, Steffi, da ist sie. Warte. Also. So, jetzt tritt Shan-Li gegen Alex an. Aber den scheint sie auf Anhieb richtig gut schlagen zu können. Shan-Li ist, Sie sehen natürlich, das ist mein neuer Fernseher, den habe ich auch schon wieder einen Monat. Aber der ist neu und da sind natürlich alles viel besser und viel schärfer. Den alten Fernseher hat Mama bekommen, also die Kamerafrau hat diesen bekommen. Nehmen wir auch die Cassandra nur auf am Schrank. Zoomen und so weiter. Die Cassandra da. Ja, also jetzt sehen wir hier, Shan-Li hat gewonnen. Ja, da hat sie gesagt. Und jetzt nehmen wir den Guy. Und der tritt gegen Guy an. Sieht gut aus für Geil, aber da warten wir keine Spirenzchen dabei. Geil ist und bleibt der Verlierer oder Sieger, werden wir schon sehen. Ja, den können wir schaffen. Wir haben eine reelle Chance, ihn zu schaffen. Und wir haben ihn hoffentlich bald geschafft. Oh nein. Wir haben Schachmulle. You win. Guy gegen Guy hat gewonnen. Yes, so ist es. Wann ist jetzt aus? Oh ne? Dauert nur. Wir haben schon die meisten Gegner, schätze ich mal. Sehen wir jetzt schon.
give it up, you're not enough to complete at this level. Jetzt kommen Shanli gegen Shanli, beziehungsweise Shanli gegen diesen Dimitri. Und das wird kein leichtes Match werden. Das wird nicht einfach werden, weil der kann sich, der fällt nicht hin, dem passiert da gar nichts. Aber Shanli schlägt sich tapfer, muss man sagen. Schlägt sich verdammt tapfer. Nicht so wild rumfilmen, langsame Bewegungen machen. Langsame Bewegungen. Ja, sie sehen also. Oh nein, jetzt hat er mich. Dann der hat mich mehr. Ich schaffe ihn doch, das ist doch kein Problem. Ihn zu schaffen. Ja, zuerst haben wir, jetzt haben wir das erste Mal geschafft. Das erste Mal. Jetzt nehme ich das rein. Steffi hast du schon drauf, oder? Mhm. Oh, geil gegen Shanli. Die können wir schon schaffen eigentlich. Wieso macht der das denn was? Wir sehen, Shanli ist kein Problem für ihn. Er schlägt sie locker. Sie setzt jedenfalls schon. Und geschafft haben wir sie. Lenk mal öfter aufs Bild, Mutter, auf Bildschirm. Das müssen wir länger ziehen. Mhm. Und dann halt langsam rumfilmen, nicht so schnell. So, jetzt hätten wir das. Das Ergebnis, man sieht hier. Ah, der letzte Gegner kommt wohl, dann haben wir es geschafft. Mhm. Das ist der letzte Gegner, liebe Damen und Herren. Den machen wir jetzt auch noch nieder. Okay. Sie sehen, das ist ein Feuerball, kann man sagen. Den gibt es gar nicht wirklich. Aber es gibt da keine Diskussion. Ja, was macht denn der jetzt? Ja, der ist gleich geschafft. Das sehen Sie jetzt gleich. Den haben wir gleich geschafft. Wie viele Minuten sind es, Modele? Das siehst du doch da rechts oben oder links. 12, 36. Ah, das ist ja noch geil lang. Ja, es reicht. So, jetzt haben wir das erste Mal geschafft. Bevor es langweilig wird. Ja, jetzt filmen wir auf den letzten Gegner. Hast du den schon drauf? Nein, noch nicht. Ja, den habe ich jetzt gleich geschafft. Mhm. Das ist übrigens auf dem leichtesten Schwierigkeitsgrad gespielt, das Spiel. Also, es ist nicht besonders schwer. So, jetzt haben wir den. Den haben wir geschafft. Gell, Delphi? Jetzt lass drauf und auf dem Ende. Perfekt haben wir sogar geschafft. Mhm. Nicht schlecht eigentlich, gell? Jetzt sehen wir nur das Ende. Sie sehen, so schwer ist dieses Spiel nicht. Man kann es schaffen. Problem ist es kein. Jetzt sehen Sie noch das Ende. Hier sehen Sie, kommen immer neue Bilder dazu. Gell, Delphi? Yeah. Ja, Delphi ist schon gut, mein Delphi. Ha? Du kleiner Delphi. Gut, du machst Delphi, Modi. Oh, du Delphi. Ich will mal sehen, wie das aussieht, weißt du? Delphi. Herr Blee. Delphi. Blöd sieht aus. Was? Du sagst mein Delphi, ich sehe neben Delphi aus. So? Ja, Brille. Schaust Delphi mit Brille? Pass auf. Schau. Mhm. Wie schaut das aus? Schaut Delphi jetzt gescheiter aus, oder? Ja. So. Ja, okay, dann bitte wieder auf die Bilder zu lenken, auf den Bildschirm. So, jetzt sieht man hier noch Shanli hier Ende und jetzt ist das Spiel gleich ganz zu Ende. Jetzt kommt noch praktisch. Wer das gemacht hat und so weiter. Ihr seht jetzt Ausschnitte noch. Ja, liebe Leute, jetzt haben Sie das Spiel mal kennengelernt, ne? Jetzt sehen Sie also, wer das alles gemacht hat und so weiter. Es haben sehr viele Leute mitgewirkt. Also, lenken wir auf mich und jetzt beenden wir die Aufnahme im Mund. So, liebe Leute, jetzt haben Sie das mal gesehen, ne? Zoomen kannst du bei, hast du das schon mal gemacht, zoomen, oder?
Also hier sehen Sie jetzt dann das Ende, das haben wir jetzt schon gesehen, das lassen wir jetzt so noch auslaufen. So, ja, Sie haben gesehen, das Spiel ist nicht so schwer, natürlich auf dem leichtesten Schwierigkeitsgrad habe ich das gespielt. Wenn es natürlich auf hart oder harte oder hartes Spiel ist, dann etwas anderes, aber so kommen sie relativ leicht durch. Ich kann das Spiel nur empfehlen. Es ist auch schon wieder ältest von 2004, also schon wieder 3 Jahre alt, ne? Aber trotzdem ist es noch ganz in Ordnung. Man kann dagegen nichts haben. So, das war's dann. Bye bye, bis zum nächsten Mal. Tschüss.